Auch in diesem Jahr hieß es wieder, Jugend debattiert im Landtag Mecklenburg-Vorpommern. Von rund 6.000 Schülern und Schülerinnen hatten sich 16 für das Landesfinale qualifiziert. Am Finaltag traten sie im Schweriner Schloss gegeneinander an. Auch alte Bekannte wie Rieke Kelling, Finalistin im Vorjahr, ließen sich die Chance nicht nehmen, wieder dabei zu sein. Diesmal allerdings als Jurorin. Dieses Jahr ist es wesentlich entspannter als letztes Jahr. Da war ich ja Teilnehmerin und dann ist man immer noch mal die Reden durchgegangen. Da war die Aufregung, die ist halt dieses Mal nicht. Jetzt ist nur das Gefühl, man muss richtig einschätzen und dieses Mal muss man selber dafür sorgen, dass die Richtigen nach Berlin kommen. In zwei Vorrunden, jeweils für die Klassen 7 bis 10 und die Klassen 11 bis 13, wurden die Finalisten ermittelt. Immer begleitet von den interessierten Mitschülern und Gästen. Also Erik und Gregor aus der Sekt 2, die jetzt beide in das Finale kommen, die sind beide in meiner Klasse und ja, ich verstehe mich auch gut mit denen und freue mich natürlich sehr, dass die beiden jetzt da weitergekommen sind. Ich gucke mir gerne an, wie die Debattanten sich voneinander unterscheiden, weil ich mir auch gerne Techniken abgucke von denen. Zum Beispiel heute habe ich jemanden gesehen, der ganz toll mit Mimik und Gestik gearbeitet hat und daran kann ich dann mich selbst auch noch orientieren, wenn ich in der Schule weiter debattiere bei Wettbewerben. In den normalen Fächern hat man ja auch häufig damit zu tun, dass man mündlich eben verschiedene Sachen erklären muss oder auch diskutieren muss mit anderen. Und das ist eben so eine Übung, die man so nebenbei macht. Und es macht eben viel Spaß, sich so damit auseinanderzusetzen. Und ich gucke mir hier auch gerne an, wie die Debattanten so die Themen, wie sie sich damit unterschiedlich beschäftigen, wie einige an die Argumente rangehen, wie viele Fakten sie sammeln, um halt zu üben, weil irgendwann will ich vielleicht auch im Wettbewerb weitergehen. Bevor es am Nachmittag in die Finaldebatten ging, hatten die Debattanten eine Stunde Vorbereitungszeit. Immer eine spannende Phase, auch für alte Hasen wie Kim Ariane Schmidtchen. Letztes Jahr war es auf jeden Fall mehr Aufregung, man war nervöser. Jetzt kann man schon so in etwa damit umgehen. Man lernt ja auch für sich persönlich immer noch was dazu. Und jetzt, denke ich, kann man die Situation noch besser verarbeiten, weil heute ist es ja gerade noch so ein besonderer Stress. Bei der Vorbereitung ist man schon nur so ein bisschen aufgeregt. Aber ich denke auch, nach den ersten Debatten legt sich das eigentlich so. Trotz Aufregung mit Argumenten seinen Standpunkt vertreten. Eine Kunst, die immer mehr Schüler begeistert. Naja, zum einen setzt man sich halt sehr intensiv mit Themen auseinander, wo man am Anfang vielleicht denkt, das ist ja voll langweilig. Dann erkennt man aber bei der Vorbereitung, wie interessant das eigentlich ist. Und es ist auch oft so, dass man, wenn man eine Position zu einem Thema bekommt, denkt, was soll ich jetzt mit dieser Position machen? Ich bin doch eigentlich ganz anderer Meinung. Und man dann während der Vorbereitung merkt, dass die andere Seite ja wirklich auch gute Argumente hat. Und dass man halt lernt, das mal von zwei Seiten zu betrachten. Auch im Finale standen sich Pro und Contra gegenüber. Den Anfang machte die Sekundarstufe 1. Das Thema: Sollen an weiterführenden Schulen alle Schülerinnen und Schüler verpflichtet werden, im Rahmen eines Schulausflugs einen Gedenkort an die deutsche Teilung zu besuchen? Wir würden es so regeln wollen, dass die weiterführenden Schulen für uns ab der 5. Klasse halt anfangen. Aber wir würden empfehlen, frühestens in der 7. Klasse zu fahren, da vorher gar kein Verständnis dafür da ist. Ich habe zunächst einige Fragen zu deiner Maßnahme. Zum einen frage ich mich, wie sieht das mit den Familien aus, die sich das nicht leisten können, den Kindern so einen Ausflug zu spendieren? Nun ist es erstmal so, dass ich mir Gedanken über die Kosten mache. Das heißt, wenn 7,5 Millionen Schüler irgendwann im Laufe ihrer Schulbahn verpflichtet werden sollten, eine solche Gedenkstätte zu besuchen, dann ist es so, dass wenn ihr sagt, dass die Kosten durch die Fahrtkosten durch das Land getragen werden würden, dass sie erstmal relativ immens ausfallen würden. Dort, wo sonst Politiker diskutieren, tauschten nun Jugendliche ihre Argumente aus. Streng beobachtet von der Jury. Also für mich ist eigentlich das Ausdrucksvermögen besonders wichtig und halt die Überzeugungskraft, weil die Überzeugungskraft fasst eigentlich alle einzelnen Kriterien nochmal zusammen. Die Überzeugungskraft ist beim Debattieren eigentlich entscheidend. In der Sekundarstufe 1 überzeugten am meisten Kim Ariane Schmidtchen aus Neubrandenburg und Mette Blum aus Rostock. Im Anschluss zeigten die Debattanten der Sekundarstufe 2, was in ihnen steckt.
Mit Witz, Charme und Sachkenntnis diskutierten sie die Frage, soll in Deutschland die Vorratsdatenspeicherung wieder eingeführt werden? Praktisch in der ganzen EU haben es die Polizisten schon leichter als die Polizisten in Deutschland. Denn in Deutschland gibt es immer noch nicht die Vorratsdatenspeicherung. Darunter verstehen wir, dass die Telekommunikationsanbieter, also die Provider, die Internet-Randdaten ihrer Kunden speichern. Doch mir ist ehrlich gesagt etwas schleierhaft, weshalb du denkst, dass dieses eine hohe Verbrechensaufklärungsrate erzeugen kann. Wir müssen uns die Frage stellen, was über was steht. Steht ein einzelnes Beispiel, ein einzelner verhinderter Terroranschlag mit vielleicht hunderten Toten über einer Statistik mit nur wenig aufgeklärten Fällen? Sind wir bereit dafür, Tote zu verhindern, einen Mord zu verhindern? Sind wir bereit dafür, auch unsere Freiheit ein wenig fallen zu lassen? Ja, und wissen Sie warum? Weil wir die Freiheit gar nicht fallen lassen. Die Daten werden schon jetzt gespeichert. Die Daten sind erhoben worden von den Providern. Es geht uns darum, sie für einen längeren Zeitraum zu speichern. Wer die Freiheit zugunsten der Sicherheit aufgibt, wird am Ende beides verlieren. Dieses sehr bekannte Zitat von Benjamin Franklin, denke ich, passt sehr gut zu unserer heutigen Debatte. Durch eure Maßnahme werden zwei essentielle Freiheiten unserer Verfassung stark eingegrenzt. Jeden Bürger direkt unter In dieser Debatte überzeugten am meisten Steven Giermann aus Neubrandenburg und Gregor Heilborn aus Schwerin. Auch sie fahren zum Bundesfinale am 27. Juni in Berlin.